Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen neuen Spielchen hier mit GTA Online Together Gameplay mit Ghost Panda. Hallo. Hallo. Ja, ich mit neuen Haaren, weil wir haben ein bisschen NPC gespielt. NPC finden gegenseitig. Aber es ist auf Dauer halt auch ein bisschen lange oder ja. Deshalb machen wir ein anderes Spiel. Er hat einen Spawner, er kann da ist Ich von den habe Spielern herum. hier mein Mob-Menü. Menü. Ich kann jetzt hier mit der Sachen spawnen. Beliebig, ich kann jede Sache in GTA spawnen. Und Genau. jetzt machen wir sowas, ich kann etwas hier bei Beispiel hier seine eine Antenne oder so hier irgendwie. Ja, man ist jetzt mich in Zorn gespawnt. Ich kann die Sachen einfach hinspawnen und er muss halt erraten, was es ist. Er muss raten, was jetzt weg ist oder was halt dazu gekommen ist. Und er muss halt einfach dann diesen Gegenstand finden und ja, ne? Ja, und ich kenne die Gegenden wirklich nicht Ja. gut. Also am Anfang ist es leicht, später wird es schwerer. Wollen wir es Und mal. er macht sehr gute Verstecke. Er hat zum Beispiel auf einem Kamin eine Flasche versteckt und wir hatten sie zu zweit mit einem anderen Kollegen, dem Jan, einfach nicht gefunden, bis er wirklich gute Tipps gegeben hat. Das ist wirklich hardcore dann. Mal schauen, ob es so wird in diesem Video. Ob ich gut bin, ich denke eher nicht so, aber ich gehe jetzt mal ein bisschen fort und dann hat er Zeit hier in aller Ruhe irgendwas zu spawnen. So. Also es können wirklich ganz komische Dinge sein. Ganz, ja, Sachen, die wirklich nicht hinpassen. Oder einfach auch schwere Sachen dann später. Wir steigen einfach Fertig. in den Schwierigkeitsgrad. Fertig, ne? Ah. Hast du dich schon vorbereitet? Ich mach meinen Radar wieder an, wenn ich sehen kann, wo er ist. Ich rammte einfach ein Auto von der Seite. Irgendwie haben sich die NPCs ganz am Anfang vom Video ganz komisch benommen. Einer ist zum Beispiel in die Luft gehüpft, mega weit, und ist dann erst wieder runtergekracht. Es ist sehr auffällig, Ja, kann sehr ich mal auffällig. sagen. In die Luft zu jumpen und dann irgendwie so krachen, also runterfallen. Das hier? Nein, das hast du Nee, also gespawnt, der hast du. Parkplatz nicht, der Parkplatz nicht. Ja, klar. Aber das hast du gespawnt zum Ja, das ist ein Testen. Fehler. Okay. Ja, ich denke nicht sofort. Dort ist aber auch ein Zaun, der nicht Ja, hingehört. das ist Fehler, das Das habe ist ich auch vorhin ein auch gesehen. Fehler. Alle Zäune sind immer Fehler. Hör, dieser Mülleimer hier. Ja, der ist es, ja. Wow, den hätte ich Hab den fast extra ein noch bisschen übersehen. reinplatziert. Also so läuft das Spiel quasi ab. Also du musst einfach Ja. finden, wie. Aber er macht der Schwierigkeitsgrad jetzt eigentlich relativ schnell hoch. Ja. Aber das ist gut, dass jetzt noch leicht war zum Aufwärmen. Es ist ja Einfach auch nur dunkel zeigen, und was. ja. Es nimmt mir ein Wunder, wie das bei dir aussieht. Also ja, das Mod muss ich einfach einmal aufmachen und dann Sachen auswählen. Und dann musst du die herumschieben, oder? Wie? Also. Also wenn du jetzt Item spawnst und auf Ja. das Ding klickst, auf die Buchstaben, dann hast du das irgendwie so in der Hand oder so und dann musst du das herumschieben mit der Ich hab Taste. so einen Spawner, sag ich mal so. Also ich kann, Also ich hab wirklich ein einen Editor, freien. ja. Ja, so wie ja, so wie Editor, ja. Gut. Was ist das denn bitte? Your car is great, sagt eine Frau in einem Ding. Jeep. Soll auch so einen kaufen. Ist nicht teuer. Nur fast 1 Million. Okay, jetzt ist schon recht schwierig wieder, Also wenn kann man's, kommen. man, wenn man, wenn man richtig hinguckt, sieht man's. Ja, kann's kommen. So. Da ist kein Eingang, hier ist da nichts. Okay. So, also. Du kommst auch wieder von rechts. Ich glaube dir einfach nie, wenn du irgendwo von einer Seite kommst. Ich bin einfach rumgefahren gerade, also ich bin immer im Kreis gefahren. Also ich meine, ich kann ja überall, also ich kann mit dem Spawner, kann ich komplett über die Map gehen, also ich kann überall eigentlich halt spawnen. Okay, die Bank hat irgendwie Graffitis drauf, das dachte ich zuerst. Glaube ich nicht.
Also so ein weißer Fleck ist es nicht. Nee. Das wäre ein bisschen zu schwer noch. Ja, das war schon toll, dass du das gemacht hast. Hä? Hier ist neben Zelt. Also mir macht das mega viel Spaß, weil ich auch Action-Rollenspiele also, spiele. Ja. Obviously. Also, so, also ich verstecken kann ich gut, verstecken macht mir Spaß. Ja. Aber suchen, dann hasse ich richtig. Aber ja. Ich meine, wenn ich verstecke halt was und wenn Drago dann sucht, dann macht mir auch Spaß, wenn ich ihm mal zugucke, wie er was sucht. Also, genau. Ich habe früher das auch gehasst. Suchen. Weil du einfach am Anfang immer so denkst, du seist schlecht oder so und merkst gar nicht, wie gut du eigentlich auch bist, weil die anderen Leute sind ja auch gut, oder? Und irgendwann mal hast du so viel Selbstvertrauen, dass es dir einfach mega Spaß macht, dich zu verstecken oder jemanden zu suchen. Dass du dann einfach nicht mehr genug haben kannst und ja, immer eigentlich spielen willst. Ich habe Ewigkeiten Pause gemacht, ich habe in der Jugend nie Sachen versteckt oder ja, also Verstecken gespielt. Ist ja klar, in der Jugend ist man auch ein bisschen arroganter. Und will das nicht machen. Aber so im Erwachsenen will man einfach wieder so ein bisschen Kind sein, vielleicht einfach. Oder einfach auch. Guck mal hier oben, guck mal da dieses Schild an der Bank. Das ist irgendwie so ein Entwickler, der gestorben ist oder so. Ich glaube, ja, das ist Chris Edwards, das ist glaube ich einer der, ja, er ist ja gestorben. Aber auf jeden Fall, ja, wahrscheinlich schon. Das ist ein Easter Egg, das kenne ich. Oder auch der Hund, kennst du den Hund, der immer zum Grabmal geht? Nee. Evo hat Blumen vor einem Grabmal, der geht immer wieder dorthin im Singleplayer natürlich. Also bis jetzt habe ich grob nichts gefunden. Soll ich mal einen Tipp geben? Oder sagen wir mal, das gibt eigentlich. Bin ich dort schon gewesen? Nee. Okay, dann suche ich noch ein bisschen mehr um. Ja. Weil wenn du jetzt genau sagst, wo ungefähr das, dann ist es nicht so gut, weil ich noch nicht alles abgesucht habe. Könnte hier vielleicht irgendwo ganz unten sein. Oder beim Gebäude. Bei der Kirche. Aber ich meine, das ist halt schon sehr schwierig, weil überall Ecken und Kanten sind. Ich kann ja quasi jetzt hinter jedem Grabstein oder so halt einfach was hinstellen oder so. Und deshalb immer, wenn ich irgendwie ein bisschen verwirrt bin oder so, also ein bisschen in einem Gebiet bin und wirklich suche, dass du mir dann ein paar Tipps gibst, also ein bisschen grobe Tipps. Okay. Also diese Mülltonnen ist es nicht, gell? Nee. Also der Parkplatz machen wir nicht als Versteckort. Nee. Aber die Kirche so ringsum machen wir. Also ich kann ja sagen, bei der Kirche ist nichts. Bei der Kirche ist nichts, okay. Nee. Also dann, wo bin ich noch nicht gewesen? Da drüben irgendwo. Also da, wo die Gräber sind, das kann ich sagen. Also es ist in der Nähe von den Gräbern. Ja. Also hier sind Blumen, aber die sind immer da. Dieses Spiel könnte man auch richtig gut im Livestream machen, ne? Ah, das ist ein Adventskranz, der gehört nicht hierhin. Ja. Ein Adventskranz gehört doch nicht hierhin, oder? Doch. Okay. Also wir können gerne heute noch einen Livestream machen, aber ich habe um 18 Uhr eine Serverbesichtigung. Und vielleicht dann um 19 Uhr, meine ich. Ja. Jetzt 17 Uhr. Aber hier... Ne, die sind am Boden. Sieht nur so aus. Dass du einfach eine Laterne, wie du extra Laterne hingespawnt hast. Nee. Ich komme einfach nicht so richtig drauf. Also, du bist in der Nähe des Gebäudes. Also, wenn du jetzt weiter nach... Sagst du uns einfach warm und kalt. Ja, okay, warm. Kalt. Warm. Da ist nix. Also ich sag, in welche Richtung du laufen musst, sag mal. Ja. So, hier ist auch nix. Hä? Vielleicht ist der Gegenstand wirklich so ein bisschen unsichtbar, also dass es einfach nicht so gut zu sehen ist. Oh ne. Also der ist... Ich hab den Tipp, der Gegenstand ist kleiner als... Hier, den hier. Darf ich jetzt gegenfahren hier? Als dieser Grabstein.
für der hier. Also kleiner als der. Ja. Also die Sachen sind alle hier. Und ich gebe noch einen Tipp, es ist wo dran. Wo dran? Okay. Das ist schon mal ein hilfreicher Tipp. Aber ich sehe echt nicht, wo dran etwas ist. Also ich habe noch nichts gesehen, wo etwas dran ist. Okay. Ich hoffe, dass er nicht unsichtbar ist oder buggt. Nee, nee, das ist eigentlich... Also du läufst... An den Bäumen ist auch nichts. Also ich gebe dir mal eine Gebieteingrenzung hier. Dieses Gebiet, wo es jetzt hier ist, ist nichts. Okay. Ja. Also hier dieses Gebiet, also dieses Gebiet hier und der und das hier rechts auch noch, also hier. Ja. Nicht und wenn ich jetzt hier rumfahre, hier jedes Gebiet ja auch nicht. Also bis hier so eine Eingrenzung. Also da wo ich jetzt bin, ist es aber ja außen nicht mehr. Also hier ist es, also hier dieses ganze Gebiet ist es nicht. Das heißt, es muss irgendwie hier sein da. Ah, da drin. Okay. Also das ja, ganze Gebiet. Du läufst jetzt in der richtigen Richtung, ja. Ah, okay, dann ja, deshalb habe ich hier nichts gefunden. Wärmer, 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 wärmer. Ja, aber warte kurz, Eis, nichts, Eis. Nicht zu viel sagen. Es ist irgendwo dran. Das sieht man von Weitem gar nicht. Okay, es fliegt auch, aber das ist aber wirklich... Kann man den drücken? Ich will aufmachen. Das ist jetzt wirklich mal... Also Grab öffnen, so. Ja, das ist jetzt wirklich mal ein super Versteck, weil ich nie so nah dran war, dass ich das sehen konnte. Dass ich auch irgendwie merken konnte, oh, das ist ein Fehler. Gut gemacht. Hat mich schon ein bisschen zum Verlegen gebracht. Also das gerne, ja. Auch so schwierig, bis noch schwieriger machen, gell. Aber immer einfach mit Tipps, also es sollte schon so warm oder so sein. Es gibt Gaming-Stühle, was ist das denn? Okay, jetzt machen wir wieder ein etwas. Ja, wobei. Mach irgendwie etwas, was ein bisschen mehr raussticht, aber schwer versteckt ist. Ja. So einen Kasten habe ich so das Gefühl, das hätte ich immer übersehen, weil ich nicht dorthin geschaut habe, oder? Ich habe wirklich beim ersten Versteck gemeint, es ist auf der Insel. Und im zweiten habe ich gar nicht mehr auf der Insel so richtig geschaut. Ja, okay, also das ist schon sehr, sehr... Wenn du drauf kommst, ist es sehr, also... Ja. Wenn du in die richtige Richtung guckst, ist es sehr, sehr aufwendig. Okay, los, okay, weiter, ist fett. Mein Gott, ey, ich habe wieder so einen Sprachfehler. Also ich habe heute auch, aber das ist irgendwie das Wetter auch. Also ich habe extreme Allergien und so. Ich habe irgendwie so Gefühl, ich bin zu abgelenkt, weil ich mir überall es brennt und juckt und alles mögliche. Okay, in die richtige Richtung gucke. Ich sehe jetzt hier rings um nichts. Wahrscheinlich findest du es sehr schnell. Nee, sind noch nichts. Also es sollte vielleicht auch wieder Tag werden. Weil... Nee, so in der Nacht ist es besser. Ja, aber ich sehe wirklich gar nichts. Also schon etwas, aber sehr wenig. Aber gut, das macht den Schwierigkeitsgrad einfach. Dieses Teil hier ist es nicht, oder? Ich darf stehen. Ich ist nee. Bist du eigentlich? Sichtbar? Ich bin im Wasser hier. Ich fahr gerade im Wasser rum. Also dieses Erdhaufen ist es nicht. Okay. Nee. Glaube ich, gehe nochmal hier hoch. Zu diesem Edward. Weil unten habe ich irgendwie nichts gesehen, was auffällig ist oder auffällig wäre. Dieses Fernglas ist immer dort. Das weiß ich. Viel Spaß beim Rumfahren. Perfekt. Okay.
komme jetzt noch nicht so schnell drauf, was es sein könnte. Also es ist... Es ist... Ja... Soll ich mal einen krassen Tipp geben? Soll ich mal machen? Nein, ich will schon Spaß haben, aber ich muss ja auch irgendwie drauf kommen. Es ist nicht wo dran. Es ist irgendwo am Boden oder in der Luft, sonst immer. Aber nicht dran. Jo. Wieso hast du hier kaputt gemacht? Das ist Manipulation. Was hab ich kaputt gemacht? Ja, eine dieser Laterne ist dort weg. Ach so, ja. Ich sehe immer die Sachen, die ich schon gesagt habe. Hä, eines dieser Grabmäler ist doch zu dicht aneinander. Hm. Das ist wahrscheinlich. Ich denke. Ah, nein, dieser Tank ist hier schon gewesen. Denke ich mal. Dieser Kamin da auch. Irgendwie dieser Schrank hier. Nee. Er ist so aufmerksam Okay, es ist nicht am Haus, weil im Haus ist. Ja. Okay, wir sagen, am Haus machen wir es nicht, weil es einfach. Es hat einfach zu viele Gegenstände. Ja. Hier habe ich nichts gesehen und oben eigentlich auch nichts. Aber nicht noch rein auf. Vielleicht brauche ich doch noch mal ein bisschen einen Gebietstipp. Okay, also. Es ist am Boden. Gehen wir mal. So, so. Es ist am Boden, aber ja. Im Boden nichts. Sozusagen. Ist es wieder ein Baum oder so etwas? Nee. Okay. Also ich kann jetzt dieses Grab also mal du, hier. Da wo du. Ja. Also nee. Das ist einfach so schlicht platziert hier. Das hätte es sein. Schau dich mal ein bisschen weiter da um, wo du jetzt gerade guckst. Also in die Richtung. Schau dir mal ein bisschen so. Von dem Boden an so. Der Boden? Ja. Da im Wasser? Was? Laterne? Was ist das? Ja, das ist es. Aber was ist das? Einfach ein Licht. Ein Licht. Ich hab gar nicht dort umgeschaut, wo du die ganze Zeit geschwungen, Auto gefahren bist. Okay, ja, da hätte ich auch schneller finden können, aber man weiß es halt als Sucher nie, oder? Ob es jetzt wirklich gewollt ist oder nicht oder sonst irgendwas. Es ist einfach schwer, was man denkt. Okay, aber das machen wir jetzt. Das war wirklich ein sehr tolles Versteck. Weil ich jetzt nie so richtig durchgeschaut habe. Das ist mit Abstand das beste Spiel, das wir je gemacht haben. Also für mich macht es sehr viel Spaß. So ein Spiel kannst du nur spielen, wenn ich damit halt spiele, weißt du? Ja. So. Aber das ist ja gut, dass du Motto bist. Weil, ja, es ist wirklich wieder gestanden, die Spieler machen ihren eigenen Spaß, weil Rockstar es versäumt, gut zu entwickeln. Vor allem, ja, wollen sie immer nur, dass wir kapitalistisch denken und immer alles kaufen und alle Missionen machen und so. Aber nie den Spielspaß. Den Spielspaß können sie nie rausholen mit dem. Und das geht eigentlich sehr gut, wenn einer ein Modder ist, dann kommt einfach der Spielspaß auch mehr raus zur Geltung. Okay, fertig. Okay. Es ist, jetzt ist es wieder etwas auffälliger. Jo, also gar nicht mehr ganz so schwer. Dann kann ich vielleicht auch eins mal ohne Tipp finden, aber es ist halt echt schwer. Also voll Respekt zu deinem Verstecken, aber das sind schon manchmal hart. Aber irgendwie, je länger ich die Gegend kenne, desto einfacher wird es wahrscheinlich auch natürlich. Jetzt gerade so sehe ich nicht. Die Lampen sind immer schräg. Ja. Ja, jetzt musst du lachen, ja. Bis jetzt habe ich es nicht gesehen. Weißt du, irgendwie so ein Zeppelin hinspawnen und dann sagen, ja, okay, ich find's nicht. Du bist vor 20 Sekunden vorbeigelaufen. Hä? Okay.
Deshalb hast du auch so gelacht, geschmunzelt. Aber was ist es denn? Ich sehe nichts. Hä? Ich sehe echt nichts. Okay, das ist gut. Also du befindest dich im richtigen Umkreis, sag mal. In der Luft ist es nicht. Das ist so weit in der Luft, dass ich nicht sehe. Die Bank. Also diese Dinge haben wir schon gehabt, Eimer. Jetzt bin ich gerade hinterfragt. Das ist wirklich schwer. Ah, okay. Da oben habe ich nicht hingeschaut. Scheiße, Ventilator. Der Ventilator so, ja. Ach, Drago, das kannst du besser. Mist. Da habe ich mich echt noch ein bisschen blamiert. Ja, nee, also. Ja, weißt du, es ist schon echt schwer zu finden, weil du schaust dir eigentlich die Grabmäler an und nicht etwas, was drauf ist oder so. Es ist schon sehr schwer, jetzt wirklich auch zu merken, oh, das ist ja, da ist ich ja. Ich kann nicht mal am Grab entfernen, was ist das denn für ein Kack? Du hängst ihn einfach weg, oder? Und dann findest du es erst, wenn du wirklich auch hinschaust oder auch wirklich weißt, oh, es muss hier irgendwo sein. Das macht so viel Spaß, wir könnten das wirklich jeden Tag bringen. Es sind leider schon 21:39. Aber ja, zwei oder drei können wir jetzt noch machen. Und dann machen wir eigentlich pro Video einen Schauplatz oder zwei. Und eben dann Wettrennen mit anderen Spielern. Wenn ihr mitmachen wollt, dann dürft ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Mich dann adden und ja, dann schön. Oh Mann, ich hab mal richtig geile Idee, aber ich kann. Ja. Du kannst ja auch mal etwas Witziges machen, einen Scherz oder so. Oder du kannst ja auch mal wirklich etwas Langes oder Hohes. Es muss ja jetzt nicht immer schwer sein, es kann ja auch mal ganz leicht sein, um mich ein bisschen zu irritieren oder. Okay, ist es schon recht schwer jetzt. Okay, dann komme ich jetzt. Aber wenn ich halt so viele Tipps sage, dann ist es halt wieder leicht von daher. Schau, dass wir in 7 Minuten das eigentlich jetzt gelöst haben. Das Auto. Dein Auto. Okay. Dieser Mann, der war nicht hier vorher. Du hast diesen Mann hier gespielt. Ja, ja. Der auch. Und der andere auch. Ja. Vor allem der, diese Frau da. Also einer von den Männern ist es. Okay, der zweite. Ja, da hast du recht. Alles klar, wieder beenden, tschüss. Nein. Ich muss das Richtige finden. Also es ist schon recht schwer gemacht. Es ist schon sehr, sehr schwer. Okay. Kann man nur sehen, wenn man. Also von weiter weg kann man sich sehen, also. Okay, gut. Dann suche ich schon mal ein bisschen Danke, oh, sorry. Das mitnehmen. Aber diese Brücke, die ist voll gespawnt. Weißt du, sieht so aus, als würde sie einfach hingeklatscht sein. Das ist einfach Rockstar. Macht immer so. Nee, also die Map hat ja schon wirklich gute Qualität. Nur ist das meiste hat ein bisschen hingeklatscht, zum Beispiel Mülltonnen. Fliegen und so. Oder Büsche, ganz viele Büsche fliegen. Das könnten wir auch mal machen, einfach so ein bisschen besichtigen, was alles fliegt. Mann, ich fahre die ganze Laterne um, Alter. Da, also. Dieser Ding, Gärtner. Ja, genau. Jetzt ist, weißt du, der Tag, jetzt ist wieder hier voll viel los. Also beim Gebäude nicht. Ich schau mal hier da. Ich brauche gleich bald einen Jeep. Also ehren möchte ich nicht. Also bis jetzt habe ich nichts gefunden. Also Ventilator nochmals. Dieser Mann am Boden, der gehört nicht in die Landschaft. Das hast du gemacht. Hey, du hast doch hier irgendwas entfernt. Irgendwie gibt es hier viel weniger Details.
Aber das wäre auch mal geil, etwas entfernen, sondern etwas hinstellen. Also ich komme nicht so schnell drauf, denke ich mal. Das Reif läuft halt ein bisschen ab vom Video. Gib mal einen Tipp. Es ist weiß. Da, diese Ding, der ist so schlecht gespawnt hier. Nee. Der ist aber wirklich schlecht gespawnt. Nee. Einfach diese Brille, Digga. Wie sagt man, eine Geschenkverpackung, die ist weiß. Also es ist weiß. Und wahrscheinlich irgendwo hinten dran versteckt. Bis jetzt habe ich nichts weiß. Ah, es ist überall auf dem Grabstein. Also hier ist auch nochmal das Gleiche. Das merkt man erst, wenn man jetzt wirklich sucht nach irgendwas. Diesen Grabstein ist es auch nicht, oder? Hier sind gerade weiße Grabsteine. Nee. Ich sehe alles, also aber nicht weiße Zeugs. Weiße Dinge finde ich nicht. Oh, das wäre auch ein gutes Versteck, aber das sage ich dir nicht, damit du es nicht machst. Was? Zwischen zwei Grabsteinen etwas Kleines platzieren. Nee. Oder hinter einem Grabstein, der so an einer Mauer ist, da muss ich echt gut schauen. Ich glaube, ich gehe nochmals hier hoch. Ich finde jetzt hier nichts Weißes. Du bist in der richtigen Richtung. Was ist das denn für ein Kack? War das davon geguckt? Ich sehe nichts Weißes. Soll ich nochmal hochgehen da? Weiß ich nicht. Okay, also. Dann gehe ich hoch. Es ist weiß und schwarz. Weiß und schwarz? Ein Fußball? Ja, wahrscheinlich. Ein Fußball immer weiß und schwarz. Ja, du könntest ja mal ganz viele Fußbälle verstecken und ich muss den richtigen finden. Du auf Fußball geht ja. Ich muss den Basketball finden. Ja, es gibt Fußball. Hat einen Strandball. Du versteckst mal ungefähr so 5 oder 10 Fußbälle und einen dann als Strandball. Das ist, glaube ich, grün oder orange, glaube ich, noch. Und ich muss den, ja, der Volleyball finden. Und das machen wir das Gleiche. Und immer wenn wir einen Fußball finden, sagen wir dir Bescheid, dass du Ding. Also ich bin jetzt hier nochmal wahrscheinlich, wo ich nicht sein sollte. Da, wo du vorhin vor einer Minute warst oder so. Du läufst jetzt in die richtige Richtung. Ja, aber hier ist nichts. Komm mal zu mir, da oben, wo du sitzt. Ja, aber es ist nichts hier. Doch. Ach, vielleicht hier dahinter noch. Ah, ich hab's gesehen. Was denn? Da, diese Kamera. Ja. Mega schwer. Weil du standest ja vorhin auch schon da, ne? Ja, aber man sieht doch das nicht, ey. Man achtet doch nicht auf die Lampen, weil die immer gleich sind. Voll peinlich, aber... Ja, wollen wir das noch... ja, wollen wir noch mal ein extra Video machen? Ja, es reicht noch. wahrscheinlich kriege ich die dann. Dann gehen wir mal zum Golfclub, okay? Markier mal. Also, aber Video beenden jetzt. Tschüss. Alles klar, also das war's komplett, Leute. Tschüss. Ja, tschüss. Bis zum nächsten Mal.